Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Ärzte, die sich engagieren für Menschen, die medizinische Hilfe dringend notwendig haben. Guten Abend bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Heute stellen wir Ihnen ein Projekt von Beat Wicki vor. Der mittlerweile pensionierte Chirurg hat sich mit viel Engagement über Jahre dafür eingesetzt, dass ein völlig desolates Spital in Moldawien in Krioleni wieder funktioniert. Der Dr. Beat Wicki und der Dr. Karl-Heinz Lehme sind beides mittlerweile pensionierte Chirurgen von der Hirslanden Klinik Cham. Sie haben zusammen das Projekt Krioleni aus der Taufe gehoben. Der Dr. Wicki hat in der Zwischenzeit auch noch andere Ärzte dazu motivieren können, beim Projekt mitzumachen. Zum Beispiel der Gynäkologe Daniel Reinhardt aus Zürich. Krioleni ist eine Stadt in Moldawien. Das Land zwischen Rumänien und der Ukraine ist das Armenhaus von Europa. Die Zeit ist da irgendwie stehen geblieben. Weite Teile der Bevölkerung leben in grosser Armut. Zustände, wo die Schweizer Ärzte in Krioleni vor 5 Jahren gesehen haben, sind katastrophal gewesen. Die gesamte Spitalinfrastruktur war völlig veraltet gewesen. Patienten haben wir aus der Ambulanz müssen von Hand in die Notaufnahme tragen. Es hat nicht einmal einen Lift gegeben im mehrstöckigen Gebäude. Die hygienischen Voraussetzungen für eine vertretbare Medizin sind nicht gegeben gewesen. Als ich das gesehen habe, musste ich sagen, es ist fast unvorstellbar, wie man in diesen desolaten Verhältnissen überhaupt für ein Einzugsgebiet von über 100.000 Bevölkerung eine vernünftige Medizin machen konnte, insbesondere im chirurgischen Bereich. Also die Verhältnisse waren in den Operationssälen, in der Sterilisation, in der Wäscherei, ein praktisch nicht funktionierendes Röntgen, fast inexistente Hygiene, fast nicht vorstellbar, dass man den Menschen nicht mehr geschadet hat, als ihnen geholfen. So hat es vor 5 Jahren in der Wäscherei ausgesehen. So sieht es nach 5 Jahren Projekteinsatz aus der Schweiz aus. Das Röntgen war vorher kaum einsatzfähig. Heute kann aus einheimischem Personal die voll digitalisierte Radiologie bedienen. Und auch der schäbige Operationssaal sieht heute so aus, dass man eine vernünftige Chirurgie kann betreiben kann. Und auch die Sterilität ist mit all ihren Abläufen der heutigen Zeit angepasst worden. Es geht darum, ihnen Infrastruktur zu vermitteln, die sie dann auch bedienen können. Es geht insbesondere auch, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, geht es darum, ihnen den Unterhalt der Geräte, die Wartung der Geräte, die Beschaffung von Ersatzteilen, Beschaffung von Verbrauchsmaterial, das muss in einem vernünftigen Verhältnis stehen zu ihren eigenen finanziellen Möglichkeiten. Das Vertrauen der einheimischen Bevölkerung in die Qualität der Dienstleistungen des Spitals ist dank dem Hilfseinsatz enorm gestiegen. Und es sind nicht nur die Anlagen, die erneuert worden sind, auch die Ausbildung des Personals ist nachhaltig ausgerichtet. Eine wichtige Motivation für uns ist das Ziel, die Verhältnisse so zu verändern vor Ort und ihnen durch die Ausbildung so viel Zuversicht zu verleihen, dass sie den Entschluss fassen, im Land selber zu bleiben. Weil es ist nicht sinnvoll, wenn Ärzte aus Moldawien in den europäischen Raum auswandern und ihnen dann die eigenen Ärzte eben fehlen. Und dasselbe gilt natürlich für Pflegefachleute, für Labormitarbeiter, Röntgenspezialisten und so weiter. In Zukunft setzen der Dr. Wicki und sein Team weitere Schwerpunkte in den Abläufen vom Spital und der Ausbildung. Da überlegen wir uns durchaus, dass wir Spezialärzte aus der Schweiz motivieren, die sich dann vor Ort engagieren, zum Beispiel in der Traumatologie oder eventuell in der Gynäkologie, Geburtshilfe und so weiter. Ein grosses Defizit besteht auch in der Anästhesiologie, Überwachungsmedizin und so weiter. Also das sind die nächsten Schritte.
Den Kontakt zum Beat Wicki und alle Informationen, wenn Sie spenden möchten für den Verein Crioleni, finden Sie bei uns auf der Homepage auf der unten eingeblendeten Adresse. Das wäre es bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Auf Wiedersehen miteinander. Check-up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.